Und willkommen zurück bei Let's Play Penumbra Necrologue. Letztes Mal haben wir... Leb wohl, Amabel. Vielleicht ist es sogar das... für das Beste. Ja, für das Beste. Letztes Mal sind wir... hier einen Abgrund runtergestürzt. Haben vorher natürlich auch noch das Benzin gefunden, endlich. Juhu. Und hier gibt's altes Soldatenfutter. Lecker. Und, ja... auf jeden Fall haben wir Amabel nicht gefunden. Die Lampe habe ich letztes Mal schon weggeschmissen. Und, ja. Mal sehen, was uns hier erwartet. Da war ich letztes Mal auch schon dran. Und habe mir die Fackel geholt. Und ich hab das Gefühl, wir... kriegen nur zwei... haben alle Fackeln verloren? Und alle Batterien, okay. Wir haben keine Taschenlampe mehr. Was? Ich hatte Glück, dass es hier liegt. Ja, ohne Lampe ist scheiße, ne? Mit nur so zwei popligen Fackeln. Ich meine nicht, dass wir die Lampe brauchen würden, also... ich meine hier eh alles... alles ohne Taschenlampe. Ein Waschlappen. Was kann ich mit diesem tun? Es ist sehr dunkel hier. Zum Glück habe ich noch einige Fackeln. Haha, kann man auch anzünden. Schön. Und wahrscheinlich dann durch die Gegend schmeißen, oder? Erinnert mich jetzt doch an Amnesia. Hallo, mach doch das mal richtig. Oh, das ist eine Qual, diese Dinger hier zu öffnen. So, und die Schmerztabletten werden wir wahrscheinlich früher oder später jetzt hier noch brauchen, denke ich. UNO-Zettel. August 25, 1938. Mein erster Tag in der Nordwestleitungsmine als ein Gruppenleiter. Ich finde, es ist hart daran zu denken, was mit meinen Vorgängern geschehen ist. Aber dennoch muss ich diesen Test bestehen und meinem Land nützen. 30. August 1938. Heute, nach der regelmäßigen Arbeitsverschiebung, sind mehrere erschreckte Bergarbeiter in mein Büro eingebrochen. Ich wurde durch solch eine schamlose Verletzung der Disziplin empört und habe ihnen gesagt, sich zu rechtfertigen. Aber anstatt eine klare Antwort zu geben, haben sie still einen Leuchtgegenstand aus der Tasche gezogen und sind sofort davongelaufen. Ich war sehr verwirrt, habe gerade stillgestanden und habe für ein paar Minuten nichts getan. Das fremde Objekt lag die ganze Zeit auf dem Fußboden. Ich wollte es nicht anfassen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und nahm das Ding schließlich auf und stellte es auf den Tisch, um einen näheren Blick zu wagen. Aber statt der Angst und Aufregung habe ich Wärme und Ruhe gefühlt. Ich verstehe nicht. Was erschreckte die Arbeiter aus jenen armen Seelen, die es hierher gebracht haben? Ich habe mich dafür entschieden, es zu behalten. 2. September 38. Wir haben die ersten Unfälle erlebt. Nach den Ereignissen mit dem Artefakt sind Francis und Drake absolut verrückt geworden und sind nicht mehr imstande gewesen, ihre Pflichten durchzuführen. Ich musste sie an das Festland senden. Viele würden solch ein Schicksal beneiden. Sie haben die zivilisierte Welt, die auf sie und die Hoffnung der Rehabilitation wartet. Und was erwartet uns wirklich hier in dieser gottverlassenen Wildnis? Der Tod. Ich höre nachts häufig fremde Töne, obwohl es vor ein paar Tagen nichts dergleichen gab. Fremde Geräusche, Rasseln und kaum hörbares Tierheulen. Fange ich an, auch verrückt zu werden? Mehrere Bergarbeiter haben auch begonnen, sich über das Geräusch zu beklagen. Schließlich hatte ich es satt und habe mich dafür entschieden, die Quelle dieser Töne zu finden. In dieser Nacht bin ich in die Minen gegangen. Ich habe viel Zeit mit dem Entdecken der Antwort auf dieses Mysterium verbracht. Das Geräusch kam von hinter der Tür, die zu einem aufgegebenen Gebiet des Bergwerks führt. Wenn mein Gedächtnis mir richtig dient, wurde dieser Platz seit 1919 nicht mehr betreten. Ach krass.
Oh Mann, dieser Platz ist so verwirrend. Ich habe das Gefühl, dass jemand diesen Ort absichtlich blockiert hat, versuchend etwas zu verbergen. Es gibt etwas Großes und Hohes vorne. Bald werde ich es herausfinden. Funktioniert, brennt aber nicht. Schade. Es öffnet sich nicht. Ich kann ja auch nicht sprinten. Eine Leuchtfackel. Hallo. Alter. So, die ist ja kaputt, das geht nicht. Aber die hier können wir anzünden. So, es werde Licht. Da können wir lang. Ich wollte zwar eigentlich erst oben alles durchgucken, aber... Ja. Wenn dem so ist... Nein. Nein, wir gucken alles erst durch. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, Spiel! Eine lokale Toilette. Duschen Sie hier etwa auch? Wie soll man denn hier duschen? Hallo? Kann man da reinfallen? Wäre fast lustig. So. Gut. Dann wagen wir uns eben in die Mine. Die große Tür in der Realität ruft dich. Doch wenn ich du wäre, würde ich ihr nicht näher kommen. Ich habe nichts mehr. Außer die Wünsche... einige Ratten hier zu finden. Und natürlich dir zu helfen. Wirklichkeit ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, wie ich gesagt habe, ist zweifelhaft. Und zweifelhafte Dinge führen nie zu etwas Gutem. An deiner Stelle hätte ich mich an unsere guten alten Gespräche erinnert, als du durch den Abgrund von Hindernissen klettertest, um deinen Freund zu retten und die Monster versuchten, dich zu schnappen. Ich denke, dass dich das auf den richtigen Weg bringen wird. Außerdem denke ich nicht, dass du noch verrückter geworden bist als dein Kamerad. Ich glaube, unser Kamerad, damit meint er Red. Auxiliary Shaft Resident. Waren wir hier schon mal? Ist das auch aus Penumbra? Kann sein, ne? Mal sehen, ob wir hier gleich was wiedererkennen. Nachdem wir gespeichert haben. Ich muss tiefer gehen, bis ich einen Ausweg finde. Wir haben alle unsere Sachen verloren. Das finde ich irgendwie blöd. Über 7... Ich frage mich nicht, wie ich auf dieses Lied komme. Es gibt jemanden vom... Der da unten bleibt. Der bleibt da unten. Erstmal. Den lassen wir nicht hier hoch. Wow, Batterien. Es öffnet sich nicht. So, hier können wir auch noch rein. Das sind einige Sicherheitsregeln und hier haben wir... Es klemmt. Sieht aus wie eine Bärenfalle. Na gut.
Dann müssen wir wohl da runter. Thule. Wenn sich denn das Ding öffnen würde. So. Das ist aber nicht das, wo wir... Nee, ich dachte schon, das wäre das, wo wir vorher schon mal waren. Käfige für jemanden oder etwas. Ein großes Spinnenei. Es ist besser, ihm fern zu bleiben. So, mach's gut, du Ei. Ah, die Spinne kommt doch... Die Spinne kommt doch da dann eh raus. Nachdem wir das hier gelesen haben... Zugang 1. Verdammt, diese Bergarbeiter. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir müssen ein Team sein. Aber sie sagen, ich kann nicht im Team arbeiten. Ich arbeite allein. Anstatt einen Übereinstimmungsbereich mit mir zu finden, warf einer der Bergarbeiter, genannt Thomas Lischer, mich in diesen Keller. Sie behaupteten, dass ich zu viel trinke. Dieser Dummkopf hat die Tatsache nicht begriffen, dass dieses Zimmer als die Lagerung für Wein und andere alkoholische Getränke spezifisch entworfen war. So ist alles nicht so schlecht. Gott weiß, wie viel länger ich hier sitzen muss, aber in der Gesellschaft komischer Ratten und ungefähr 2 Dutzenden Flaschen, mit denen ich viel mehr sympathisiere als die Gesellschaft jener Engel der blinden Justiz. Musste noch einem anderen Vortrag von Edwin anhören. Einer von uns ist bereits krank mit Zirrhose geworden und ist gestorben. Wollen Sie wie er enden? Er hat mir erzählt, welcher Quatsch. Er will seine klugen Wörter verdrängen. So viel wie er kann, aber es lässt ihn noch dümmer aussehen. Im Allgemeinen haben sie etwas wie einen Test auf mich präsentiert. Es scheint, dass Thomas über die Anzahl von Weinen gewusst hat und mich deshalb absichtlich hier eingeschlossen hat. Diese Mengen würden genug für einige Dutzend Menschen sein. Aber all dies wurde mir gegeben. Alles für mich. Die Idee besteht darin, dass ich hier nur herauskommen werde, wenn ich aufhöre zu trinken. Und wenn nicht, ich werde entweder mit der Zeit oder mit Wein sterben. Heute fühle ich mich gut. Ich habe den Wein probiert. Ich habe mich genug betrunken. Welcher Idiot bin ich? Was tue ich? Ich glaube, dass ich solch ein Schicksal verdiene. Aber andererseits, ich will Schadensersatz leisten. Schaden. Oh, wie süß das Wort ist. Schaden. Wie süß. Ich liebe Guilt. Meine Kinder. So süß. Aber Schuld? Nein. Guilt. Guilty! Eintrag 4. Heute ist ein fremder Tag. Ich bin aufgewacht und es gibt keine Stimmen. Kein Geräusch von oben. Nicht ein Wort. Sonderbar. Wohin ging jeder? Haben sie mich hier verlassen und sind abgereist? Mist. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Sieht so aus, als müsste ich den Wein trinken. Zum Teufel mit der Zirrhose. Zum Teufel mit den Spinnen. Dieses Rauschen hier irgendwo. Ich kann dem Tod jetzt nicht widerstehen. Faraday Sultan, Minenarbeiter. Hier unten den Wein genossen. Und lässt mich hier nicht mehr raus. Das war dumm. Hallo, geh doch mal hoch! Nächste Frage ist natürlich, was hat uns das jetzt gebracht? Nix! Nix, rein gar nichts! Was muss ich denn mit diesem blöden Lappen machen? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich hier gleich mal töten.
Denn aus dem Keller kommt man ja so, glaube ich, jetzt auch nicht raus. Und hier ist auch nichts. Nee. Außer Spinnen, die sich da irgendwo festsetzen und jetzt auf einmal doch rauskommen. Hör auf! Mann, geh hoch, Alter! Oh, Mann! Mach dieser blöde Philipp! Der Tod ist die finale Unbekannte! Wow! Okay, jetzt ist das Ding aber offen und es ist... Ja. Nee, was machen wir denn mit dem Lappen? Vielleicht mal beim Auxiliary-Chef gucken, fällt mir dazu gerade ein. Aber ich muss sagen, es ist komisch, dass wir hier so friedlich rumlaufen können. Das ist mehr als merkwürdig. 8. September 38. Ich kann schließlich in Frieden schlafen. Wir haben auf diesen gottverdammten Ort aufgepasst und haben ihn umzäunt, so gut wir konnten. Ich habe viel Geld ausgegeben und habe ein spezielles Schloss mit einem Kennwort für diese Tür bestellt. Jetzt sind wir sicher. 8. Oktober 38. Ein ganzer Monat ohne Ereignisse. Obwohl sich es noch lohnt, einige Dinge zu erwähnen. Meine Arbeiter haben ein altes Artefakt wiedergefunden. Dieses Mal ein Fund, der erwiesen ist, völlig harmlos zu sein. Es scheint mir, dass dieses Ding denselben Ursprung hat wie das Artefakt, was im August gefunden wurde. Ich habe die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet und habe diesen Gegenstand in einem einsamen Platz vergraben. 26. November 39. Es wird schlechter und schlechter. Die dekadente Stimmung regiert in unserem Team. Viele Arbeiter trinken schwer und machen nicht das, was ihnen zugeteilt wird. Die Arbeitsdisziplin wird ständig verletzt. Ich versuche auf alle Fälle Kontrolle über die Situation zu behalten und Ordnung wiederherzustellen. Außerdem, es gibt noch einige vernünftige Menschen unter uns und ich kämpfe diesen Kampf nicht alleine. 1. Dezember 39. Beunruhigende Nachrichten kommen aus dem Festland. Krieg kommt. Vor einer Woche ist das Militär hier angekommen. Ein Teil der Mine wurde in einen Bunker für den britischen Befehl verwandelt. Was ist dabei als nächstes zu geschehen? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Gehen wir mal hier zum... Ich habe dieses Ding vorher schon mal gesehen. Jetzt muss ich nur ein weiteres Artefakt finden und ich werde wieder in die Vergangenheit reisen können. Yippie. Ich will unbedingt in die Vergangenheit reisen. Oh. Ein Körper eines Hundes, es ist sonderbar. Der üble Geruch nach dem verfaulenden Fleisch wird vermisst. Du übler Geruch, wo bist du? Ich vermisse dich. So, hier ist der Auxiliary Shaft. Es ist verschlossen. Die in die Mine tiefen Weg. Ich muss irgendwie öffnen, okay. Dann wird der Auxiliary Chef bestimmt. Residential Sector, da kommen wir doch her, ne? Ja. Da kommen wir her.
Strange. Wo soll's lang gehen? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, warte mal, das mysteriöse Artefakt. Nein, nicht ganz richtig. Warum? Warum ist das nicht richtig? Stell's doch dahin. Funktioniert wirklich nicht. Schlecht. Auxiliary Shaft in diese Richtung. Er wird wahrscheinlich dann hier eigentlich. Nein. Auxiliary Shaft, der ist ja verklemmt, ne? Warum? Warum müssen die tollen Sachen immer abschließen? Aber wir sind eigentlich alle Wege abgelaufen, ne? Ob ich in dem Storage nochmal gucke? Aber da wird ja auch nichts mehr sein. Wir müssen halt echt irgendwas mit diesen blöden Lappen machen. Und das Ding kann ich auch nicht wegnehmen. Oder? Nö. Eine Leiter? Nein. Nee, das kann nicht sein. Huch. Alte Säcke gefüllt mit Sand. Die alten Säcke. Ja, scheiße. Naja, wir gucken nächstes Mal ob wir irgendwas hier noch finden oder irgendwie den Ausweg suchen können.